Asthma bronchiale ist eine chronische, also dauerhaft bestehende entzündliche Erkrankung der Atemwege. Das kann die Betroffenen anfälliger für virale und bakterielle Infekte machen. Allerdings gilt das vor allem dann, wenn ihr Asthma nicht ausreichend behandelt wird. Die meisten Asthmatiker erhalten aber eine dauerhafte medikamentöse Therapie. Sind sie damit gut eingestellt, also beschwerdefrei, ist ein erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus nicht anzunehmen. Das haben die führenden Fachgesellschaften kürzlich in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gegeben. Viele Asthma-Patienten nehmen zwar Cortisonpräparate ein, also Medikamente, die das Immunsystem unterdrücken können, wenn sie diese aber nur als Spray, also als lokal auf die Atemwege begrenzte Therapie benutzen, ist nicht anzunehmen, dass ihre körperliche Abwehr geschwächt wird und ihr Infektionsrisiko steigt. Deswegen sollten die Medikamente wie gewohnt weitergenommen werden. Wenn jemand Cortison als Tabletten einnimmt, ist der bremsende Effekt auf das Immunsystem größer. Dann sollten Patienten Rücksprache mit dem behandelnden Arzt halten. In jedem Fall gilt, eine Änderung der Medikation sollte nicht auf eigene Faust erfolgen. Um sich nicht anzustecken, sollten Asthmatiker wie alle anderen Menschen auf eine gute Hygiene achten. Regelmäßig Hände waschen, sich nicht ins Gesicht fassen und Abstand von anderen Menschen halten.